Die Öffentlich-Rechtlichen versuchen, ihr Angebot im Internet immer weiter auszubauen und die Inhalte des linearen Fernsehens mit interaktiven Angeboten anzureichern. So geschehen am 13.02.2017 im NDR in der Sendung Die Ernährungsdocs. Dabei handelt es sich um eine Sendung, bei der Patienten geholfen wird, eine Ernährung zu finden, die ihre Krankheit lindert oder heilt. Wir schlucken jede Menge Pillen und sind trotzdem krank. Für viele gibt es eine bessere Behandlung. Anders essen. Immer wieder wird in der Sendung empfohlen, auf Kohlenhydrate und Zucker zu verzichten. So auch in dieser Sendung. Aus diesem Grund wollte ich im angebotenen Live-Chat nach der Sendung mit Herrn Dr. Matthias Riedel teilnehmen. Dr. Matthias Riedel arbeitet laut NDR-Homepage als Diabetologe. Fragen konnte man schon vor der Sendung einreichen, was mich gewundert hatte, da die Webseite mit einem Live-Chat wirbt. Ich habe also meine Frage eingereicht, die wie folgt lautete. Gibt es bei der Nahrungsaufnahme einen Unterschied zwischen Kohlenhydraten und Zucker? Ich habe die Frage kurz gehalten, so wie auf der Webseite beschrieben, und die Frage verleitet auch nicht zu einer Ferndiagnose. Ferndiagnosen werden laut NDR-Webseite nicht gegeben. Der Chat an sich ist nicht wie beschrieben ein Live-Chat. Eine Redaktion scheint die Fragen zu sortieren und Herrn Dr. Matthias Riedel eine Auswahl der Fragen zu präsentieren. Leider wird nicht transparent dargestellt, nach welchen Kriterien hierbei vorgegangen wird. Was zusätzlich verwundert, die Fragen erscheinen nicht in der korrekten zeitlichen Reihenfolge, in der sie gestellt wurden. Meine Frage wurde scheinbar von der Redaktion aussortiert. Eine Rückmeldung dazu gab es nicht. Stattdessen schaltete die Redaktion Fragen frei, die viel zu spezifisch sind und von Herrn Dr. Matthias Riedel gar nicht beantwortet werden können. Darin sind aber nicht die Zuschauer schuld, sondern die Chatseite beim NDR. Hier stellt man nämlich selbst die falschen Fragen. Zitat von der Homepage. Was muss ich insbesondere nach einer Magen-Bypass-Operation bei Rosacea und dem PCO-Syndrom beachten? Folgerichtig verweist der Arzt die Fragesteller an einen Spezialisten. Von den 36 gestellten Fragen wurden 12 mit einem Verweis an einen Spezialisten beantwortet, also genau ein Drittel der Fragen. Hier eine kleine Auswahl. Simone fragt, ich hatte auch vor 3 Jahren einen Magen-Bypass. Welche Vitamine sollte ich am besten zu mir nehmen? Dr. Matthias Riedel antwortet, leider darf ich keine Produktempfehlung geben. Es gibt aber speziell für solche Fälle konzipierte Mischungen, die Sie in Ihrer Klinik erfragen können. Pusteblume fragt, hallo Herr Dr. Riedel, ich bin 25 Jahre und habe das PCO und eine Schilddrüsenunterfunktion. Nehme für beide Krankheiten Medikamente. Obwohl ich 3-mal die Woche Fitness mache, nehme ich kein Gramm ab. Ich bin verzweifelt. Wie kann mir geholfen werden, beziehungsweise was kann ich noch tun? Dr. Matthias Riedel antwortet, wer es aus Bordmitteln nicht schafft abzunehmen, gerade bei PCO, der sollte sich in einer Fachpraxis Rat holen und seine Ernährung analysieren lassen. Nicht verzweifeln, da müssen Profis ran. Selbst bei den Online-Funktionen treten die starren Strukturen der Öffentlich-Rechtlichen zutage. Eine intransparente und unsinnige Auswahl der Fragen und ein Chat, der für den Fragenden und den Zuschauer keinen großen Mehrwert hat, sind keine sinnvolle Erweiterung für das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen. Nach 51 Minuten war der Chat dann beendet. Auch diese Information wäre schon im Vorfeld sinnvoll gewesen. Immerhin gibt es technisch nichts auszusetzen. Der Chat ließ sich auch mit Mobilgeräten gut bedienen und war leserfreundlich. Und bevor die Frage kommt, ja, ich habe diesen Beitrag aus Frustration über meine abgelehnte Frage gemacht.